Ach, oh Quatsch, fahr alleine. Obwohl das Alter, der Beruf und die Gesamtkonstitution des Urlaubers von Fall zu Fall eine andere Reihenfolge verlangen werden, dürften folgende Punkte Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub sein. Erstens langsame Umstellung, zweitens geregelte Abwechslung, drittens Mäßigkeit in allem, viertens Gegenpoligkeit, fünftens körperliche und geistige Betätigung, sechstens menschliche Kontakte, siebtens guten Schlaf, achtens ausreichende Länge. Ja, mit dem Länge, das müsst ihr ja eine hinhauen bei mir. Schließlich 1,84, nicht? Und die andere Sache, das werde ich auch schaffen, vor allen Dingen der Mäßigkeit in allem. Nicht bloß, wo ich diese Gegenpoligkeit, nicht, was ich damit, Junge, doch, was die da, naja, muss man mal gucken, ja. Oh, hoffentlich ist das nichts Unanständiges. Den Herrschaften, den habe ich aber jetzt mal gerade gegeben. Dieser Luxusbubi. Nicht mal Schuhe hatte der an seinen dreckigen Mauken. Nicht ganz ausgefranste Jeans. Das Oberhemd bis am Bauchnabel offen. Nicht aber zwei Weiber und ein Lassi in sein Porsche. Kaliobrett, ne? Ich sag, Junge, du brauchst gar nicht so angeben mit deiner braun gebratenen Männlichkeit. Ne? Vielleicht hab ich auf dem Rücken mehr Haare wie du auf dem Bauch rum. Ne? Ich, ja. Ne? Sagt er hätte die Parkuhr zuerst entdeckt. Ich sag, ja und? Ich stehe in der Schnauze in der Parklücke. Nicht du noch nicht mal mit einem halben Hinterteil. Ich, ja, er tät immer rückwärts einparken. Ich sag, ja, weil du nicht fahren kannst. Nicht mit deinem Rasenmäher, ne? Probier doch erstmal mit Rollschuhen, du blöder Hammer. Bevor dass du dir so ein Mordinstrument unterm Arsch schnallst, ne? Er hatte nämlich noch die Sicherheitsgurte an. Ich sag, Schiss hast du auch noch, ne? Ist ja dein Leben mehr wert wie alles andere, du Lichthupen-Gangster, ne? Und überhaupt ist das hier eine Einbahnstraße. Ich, da ist Rückwärtsfahren überhaupt verboten. Ich könnte dich anzeigen mit 5 Flensburger Punkte. Das kannst du dir mal hinter deine feuchten Ohren schreiben, wenn du die Eierschalen abgekratzt hast. Ich, da sagt doch eins von die zwei Weibern. Ich war sogar, glaube ich, seine Mutter, diese dörsige Ziege. Ich sagte, komm Friedhelm, wir suchen uns was anderes. Nicht, aber nee, mit so einer rotzigen Gütigkeit. Nicht, als wenn ich vielleicht ein Idiot wäre. Ich sag, Sie halten bloße Klappe. Nicht zwar besonders Ihr Gesicht mit Ihren Goldzähnen. Ne? So ein Lackaffe erst in die Welt setzen und dann in so ein Flittchen schlitten. So werden Sie nie ein Partner im Verkehr. Könner sind höflich. Ne? Und dann waren Sie weg. Ja, aber bitte, wie kommt so ein Rotzbengel dazu, sich ausgerechnet in Urlaub so zu betragen? Das kann ich Ihnen genau erklären, weil das habe ich ja in meiner Gebrauchsanweisung für Sylt extra studiert. Und zwar liegt das an den reizenden Klima, nicht, was hier auf dieser Insel herrscht. Nicht, und wenn einer den schwachen Charakter schon mit der Muttermilch eingenuckelt hat, ja, ne, ehrlich, den kann aber dieses Reizklima ganz schön auf die Palme bringen. Ja, gucken Sie mal, Sylt ist doch die nördlichste Insel unseres Vaterlandes. Nicht, und außerdem liegt sie noch mitten in der Nordsee.
Nee, und ist ja klar, dass die ganze Luft, die hier so von dem Seewind angepustet wird, die ist ja noch völlig unverbraucht. Nicht von einer Sauberkeit, wie wir uns das heute gar nicht mehr vorstellen können. Nee, da ist höchstens mal eine Möwe durchgeflogen. Nicht? Oder eine Wolke. Nicht? Aber die machen ja meistens gar keinen Schmutz. Zumindest eine Wolke nicht. Nicht? Hier ist die Natur, die hat sogar noch ein reiner Atem. Nicht? Aroma frisch den ganzen Tag über. Nicht? Und können Sie vorstellen, nee, hier ist wirklich auch der Sauerstoff viel saurer. Oder viel schöner, kann man sagen, nicht? Weil der ja noch nicht durch die Lungen von 20, 30 Kollegen gegangen ist, bevor man ihn vorgesetzt kriegt. Und dieser reine Sauerstoff, der dringt jetzt natürlich sofort porentief in den menschlichen Körper, nicht? Steigt ihm in die Glieder, nicht? Und ja, dann erzeugt er da, also irgendwie, bei manchen geht er sogar im Kopf, nicht? Und macht dann so eine Art Sauerstoffvergiftung im Hirn. Ja, sieht der Cibulski zum Beispiel, nicht? Der war doch mal hier mit seiner Frau für zum Zelten. Aber das muss so schlimm gewesen sein, dass ich unsere Mama gar nicht erst mitgenommen habe. Sicher, ich meine, rein kostenmäßig wäre sie diesmal drin gewesen. Die kurze Anreise, nicht? Außerdem bin ich mit eigenen Wagen, nicht? Fressen musste zu Hause auch, nicht? Hätte ich also nur für ihren Pennen zusätzlich, nicht? Aber der Cibulski sagt, das wäre so fürchterlich gewesen, nicht? Dass er jeden von der eigenen Frau dringend abraten müsste, nicht? Ja bitte, die erste Nacht, da hat er nicht schlafen können, weil sie so geschnarcht hat, ich war so wohl noch müde von der Reise. Nicht der zweite Nacht konnte er schlafen, aber sie nicht. Da hat er sich inzwischen wohl schon ein bisschen erholt. Nicht? Aber von der dritten Nacht und von der vierten, da wäre der Teufel los gewesen. Und zwar gab dann auf diesem Campingplatz wohl so zwei Sekretärinnen in ein Zelt. Nicht? Beides auch ganz kurante Mädels, nicht besonders die eine. Und die hat der Cibulski öfter mal so rein zufällig ein Scherzwort hingeworfen, nicht? Oder schon mal den Rücken abgeschmiert, ne? Weil so Nussöl, das muss man ja feste einmassieren, nicht? Sonst hat das sowieso keinen Wert. Nicht? Ja, und das hat sich die Sieglinde Cibulski anfänglich auch ganz friedlich hingenommen. Nicht? Hat sie ihn höchstens mal kein Frühstück für gemacht, nicht? Oder ein bisschen mit der Campingpfanne, nicht weiter war nicht. Nicht, der dritte Nacht wäre auch ganz normal gewesen, nicht? Da haben sie beide nicht geschlafen, sondern sich gegenseitig angestänkert wie zu Hause. Nicht, aber der vierte Nacht, da hatte er wohl vorher so Pülleken Bier mehr getrunken und musste nachts nochmal aus dem Zelt raus. Nicht, und wie er jetzt zurückkommt nach 2, 3 Stunden, nicht, da hat er aber den Spektakel schon von Weitem gehört. Die hat gekreischt und geschrien. Nicht die ganze Luftmatratzen aufgeschnitten, der Heringe rausgerissen, das Zelt zusammengeklappt. Nicht so war ihr dieser Reizklima auf die Schilddrüse geschlagen. Ja. Ja. Und bitte, dabei hatte er doch nichts anderes gemacht, wie eine Gebrauchsanweisung gehalten, Punkt 2. Geregelte Abwechslung. Ja, jetzt das Westerland dient ja der Insel als Hauptstadt, nicht? Und besteht besonders aus 2 Einbahnstraßen, nicht? Die eine heißt Friedrichstraße, der andere Strandstraße. Reiche Sehenswürdigkeiten sind eine alte Kirche und eine Kapelle. Eine Kurkapelle, die geicht da immer so schön gegen die Brandung an. Nicht bei Sturmflut, ich glaube sogar in Schwimmwesten. Ja, und der Rest der Stadt sind also vorwiegend Immobilien. Die kann man hier sogar kaufen, weil das sind meistens so Einzimmerwohnungen, die in sogenannte Apartmenthäuser liegen. Ist so eine Art Zeltplatz für die Reichen. Nicht, da ist man auch immer schön dicht mit vielen anderen Leuten zusammen, die man nicht kennt.
Sicher, ich meine, so ein Zeltplatz, der ist so ein bisschen hellhöriger. Aber wer sich Mühe gibt, kann auch in so ein Apartmenthaus allerhand mitkriegen, was da so am Laufen ist. Und dann ist ja so eine Immobilie auch eine wunderbare Kapitalsanlage. Das hat mir einer erzählt, drüben in Niebüll, wie wir da für diesen Autozug anstanden. Nicht? Der sagt, er hätte sich so ein Ding gekauft, weil er ein Flüchtling ist. Und zwar wäre er auf der Flucht vor die Sachwerte. Moment mal, wie sagt er? Also wenn bei uns mal richtig die Inflation ausbricht, nicht, oder ranschleicht, nicht, also wenn die mal, wie gesagt, wenn sie mal kommt, ne? Und eine Knackwurst allein schon 5 Milliarden kostet, nicht, dass Geld überhaupt nichts mehr wert wäre. Nicht, dann könnte er aber seine Wohnung wunderbar verkaufen, nicht, und dann kriegt er da viel mehr Geld, als er jetzt dafür bezahlt hat. Nee, Moment mal, nein, Moment, Augenblick. Und dann hat man andersrum. Wenn die Inflation vorbei ist und also kein Mensch mehr Geld hat, weil alle ganz arme Schweine geworden sind, dann hätte er aber noch diese Ferienwohnung. Und die könnte er dann an irgend so ein armes Schwein verkaufen. Ich weiß, also irgendwie so ähnlich. Ne? Das ist ein bisschen schwierig mit dieser Inflationswerte, Sachwerte. Vielleicht habe ich auch jetzt schon ein bisschen von dem Reizklima. Jedenfalls, man darf ja kein Mensch, soll man ja was Böses wünschen, aber nur mal angenommen, nicht, Inflation kommt eines Tages nicht. Dann sind die armen Flüchtlinge hier aber ganz schön angeschmiert. Junge, mein lieber Scholli, da. Aber wenn man Westerland erstmal wieder vergessen hat, um sich nun die Schönheiten der Insel an der Brust zu nehmen, ja, kann man sagen, ist Sylt so rein heimatkundlich betrachtet eine gekonnte Mischung aus Lüneburger Heide, Kiesgruben und Naturgewalten mit noch ein bisschen Landschaft bei. Und besteht außer dem Klima der Reiz darin, dass man diesen nicht beschreiben kann. Nicht, wenn die Sonne scheint, scheint die hier einmalig. Wenn nicht, dann auch. Und selbst das schlimmste Sauwetter wäre hier immer noch das schönste Sauwetter, was es auf Sylt überhaupt gibt. Und wie schön sogar auch noch die Trostlosigkeit wäre. Nicht, das könnte man erst richtig kapieren, wenn man wieder zu Hause ist. Ja, jetzt werden Sie sich wahrscheinlich wundern, warum ich hier auf so einem Holzwege bin. Ich kann Ihnen erklären, was bei uns im Ruhrgebiet Halden sind, das heißt hier Dünen, nicht diese große Sandhaufen, die so überall zwischen den Kurgästen rumliegen. Das sind schlafende Tiger, welche man nicht wach machen darf. Weil, wenn ich hier jetzt mit dem Fuß drauftreten würde, dann täte ich ja mit meinem Schuh eine Delle in dem Sand reinmachen. Und ja, kann sein, dass der Wind das durch Zufall sieht, nicht? Und pustet der nur mal so aus Spaß ein bisschen in meine Delle rein. Und so was kann eine Düne auf dem Tod nicht verknusern. Ich weiß auch nicht warum, aber Junge, da wird die ganz nervös von. Die staubt zuerst so ein bisschen und dann wird die wild, fängt am Wandern an und latscht hier durch die Gegend. Und wenn erstmal eine Düne losmarschiert in diesem Reizklima, dann wecken auch die andere auf, wollen sie auch mal die Beine vertreten. Und mein lieber Scholli, dann kommt aber hier Bewegung in der Insel. Nicht kreuz und quer ziehen die durch die Gegend. Nicht rempeln sie gegenseitig an, manche fallen sogar im Wasser rein oder tun ganze Häuser unter sich einbuddeln. Und wie gefährlich die Biester werden, können Sie daran sehen, dass die selbst vor parkende Autos nicht Halt machen. Ein Glück, dass wir im Ruhrgebiet so schlechte Luft haben und nicht dieses Reizklima. Wahrscheinlich sind unsere Kohlenhalden deshalb so friedlich. Ja, Herrschaften, jetzt also Punkt 5 der Gebrauchsanweisung. Geistliche Betätigung. Nicht, das ist gar nicht so einfach hier, weil die haben ja nur so einen alten Schwarz-Weiß-Apparat in meiner Unterkunft
Und wenn man Bonanza in Farbe gewöhnt ist, daran merkt man eigentlich erst so richtig, was wir zu Hause doch inzwischen für einen kulturellen Niveau erreicht haben. Also rein schön geistig, wie gesagt, bin ich hier aber ganz schön unbefriedigt worden. Und deshalb habe ich mich auch mehr meine natürliche Neigungen hingegeben, nicht, oder naturwissenschaftliche, kann man sagen, weil ja neuerdings bei uns auch die Natur als Geist genehmigt wird. Und zwar dieser zugewachsene Schrebergarten hinter mir, das ist ein international ornithopädischer Leckerbissen und heißt Kampener Vogelkoje. Und ist eigentlich sogar der allererste Anfang von Sylter Tourismus. Weil die Eingeborenen hier auf der Insel, die stammen ja auch von Menschen ab. Oder nee, eigentlich mehr von diesen Witzfiguren. Moment mal, Karlauer sind die anderen. Die hier heißen Friesen. Jo, jetzt habe ich jetzt wieder. Und das müssen aber ganz schöne Schlitzohren gewesen sein. Weil wie die alte Friesen hier noch der Füchse gute Nacht sagten. Und selbst der Schiffbrüchige, wenn sie vorbeikamen, denn schwammen die auch ein großer Bogen um die Insel. So wenig war hier los. Und in die Zeit haben sich die alte Sylter von wilde Enten genährt. Nicht so, mit ein ganz raffinierter Trick wurden die in dieser Vogelkoje reingelockt, nicht mit Netze eingefangen, nicht gerupft und ausgenommen. Eben statt Badegäste. Ach, das sollen in manche Jahre Hunderttausende gewesen sein. Die wollten vielleicht nur ganz achlos hier das Reizklima, und schwupps, wurde schon der Hals umgedreht und dann ab mit Rotkohl. Ja, nur im Laufe der Zeit, ob die Enten vielleicht alle geworden waren, nicht, oder die Badegäste eben doch ergiebiger sind, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben sie aus diesem alten Entenschlachthof ein Vogelschutzgebiet gemacht. Ach Junge, da dürfen sie jetzt aber kein Piepmatz mehr ein Leids antun. Nicht mal aus Spaß und Schreck einjagen, weil ich glaube, die haben das sogar schriftlich, die Biester, dass sie jetzt gefiederte Freunde sind. Kriegen sie so künstliche Nester in die Bäume gehängt, damit sie nicht mehr zum Sehen sind. Und unser Eins kann sich dann als geistliche Betätigung ihren Gesange lauschen. Hören Sie mal, das ist ein Rotkehlchen. Er eben ist Zaunkönig. Das ist ein VW 1200. Ein Dompfaff. Nicht? Ja, ja. Das weiß ich nicht, ob das jetzt ein Renault oder ein Citroën. Nicht? Aber hier kann man ja auch nichts sehen. Bei diesem verwilderten, ungepflegten Naturschutz. Dabei geht die Straße in 20 Meter Entfernung vorbei. Ja, jetzt ist ja Sylt noch berühmt wegen seinen sogenannten Watt. Nicht? Und zwar ist ein Watt da, wo sonst das Meer ist, nicht, wenn das gerade mal weg ist. Und zwar mittels Ebbe. Ne? Ja, und zwar dient diese Einrichtung den Mondenscheine, nicht, damit den seine Anziehungskraft irgendwie, also weiß ich auch nicht. In jedem Fall tut sich ja das Meer auch nicht komplett verkrümeln, sondern lässt doch noch ein bisschen Wasser da. Nicht so Rückstände, was das im Laufe des Tages abgesondert hat. Zum Beispiel so alte Muschelschalen, die nicht mehr gebraucht werden. Nicht, wenn man Glück hat, vielleicht sogar ein U-Boot, wo sich der Kapitän mit verfahren hat. Nicht, aber meistens ist das so, kann man sagen, der Kaffeesatz des Ozeans. Nicht, und heißt hier Schlick. Ach Junge, du also an meiner Arbeitsstelle, ne? Da hätte ich aber Schmutzzulage verlangen, wenn ich in so eine Pampe stehen sollte. Trotz die Gummistiefel. Aber hier in Urlaub, ja, ich sag vielleicht sogar ein bisschen Rache an die eigene Jugendzeit, weil wer als Kind sich niemals richtig eindrecken durfte, das stand neulich mal in der Zeitung, nicht wenn die Eltern so der Reinlichkeit mit Teppichklopper beigebogen haben oder zu früh am Top gesetzt, nicht, der behält hinten im Kopf, nicht, wo das Gehirn sitzt. Nicht, da hat er aber lebenslänglich so ein gewisses Untergrundbedürfnis, da er sich einmal richtig vollsauen möchte. Also bestimmt sie, wenn unser Opa mich so sehen könnte, die täte mich heute noch über Knie legen.
Herrschaften, Badesitten und Gebräuche. Ich, da hatte ich ja schon von gehört und auch sogar Fotos. Aber ich dachte doch immer, da wäre wenigstens ein Bretterzaun drumherum oder sowas. Aber wenn man jetzt morgens so ahnungslos an den Strand lang wackelt, nicht nur ganz wenige Menschen da, nicht, und auch die Sonne selbst war noch nicht richtig anwesend, nicht, da denkt man sich doch nichts bei, wenn plötzlich an einen Strandkorb so eine Dame aus ihren Trainingshosen steigt. Im Gegenteil, ich habe noch extra hingeguckt, was die da so eine komische Badehose unter hatte, bis ich dann plötzlich gewahr wurde, dass das gar keine war, nicht, sondern sie selbst. Ja, nun, was machen, ne? Die abhauen ging nicht mehr, ach, nicht, weil die ja schon gesehen hatte, dass ich sie angesehen hatte. Die weggucken wollte ich auch nicht, da wäre die vielleicht beleidigt gewesen, nicht? Ja, aber hingucken darf man auch nicht. Dann denkt die vielleicht, man käme bloß deshalb, nicht? Ja, Junge, du, das war aber eine ganz schöne Situation. Bis mir dann plötzlich einfiel, dass ich ganz unbefangen wäre, ich hätte selber auch die Hosen aus oder aus lauter Dösigkeit vergessen, dass ich sie noch anhatte. Und bin ich hin und sag so ganz natürlich, entschuldige Sie bitte die Störung, aber ist hier vielleicht zufällig gerade Peter Alexander vorbei? Hatte die in diesem Augenblick Gott sei Dank eine Bildstörung, nicht? Und deshalb konnte ich dann ganz unauffällig das Weite suchen und auch finden. Ja, nun könnte man hier natürlich auch an ein sogenannter Textilienstrand gehen, weil da ist ja unten mit nicht nur erlaubt, sondern sogar Vorschrift. Aber ich weiß es nicht, da habe ich mich nicht getraut, weil wenn man da hingeht, da könnten Leute am Ende noch denken, man hätte was zu verbergen in der Badehose. Was weiß ich auch nicht, aber ja, sie wissen ja selber, wie schnell man im Gerede kommt. Und denn ich meine, Leute mit Badeklamotten kann ich bei uns zu Hause den ganzen Winter über in Hallenbad sehen, nicht? Da brauche ich nicht nach Sylt fahren, für im Sommer so was zu begucken, ne? Ja, aber das erste Mal ausziehen, das ist also rein seelisch, nicht doch, also irgendwie, ich weiß nicht, ist die letzte Hülle doch ein ganz heißes Eisen, wo man erstmal durchboxen muss. Ist so Punkt 1 der Gebrauchsanweisung, die langsame Umstellung. Weil, gucken Sie mal, ich hatte dann natürlich schon geübt, vorher im Pensionszimmer von Spiegel, da klappte das auch ganz gut. Aber wie ich denn hier am Strand war, nicht? Ja, da kam erst mal ein Hund dazwischen und kläffte mich an wie so ein Wilder, nicht? Ja, blöde Köter. Nicht, dann kam sein Frauchen hinterhergelaufen, wollte ihn zurückrufen, ja. Da konnte ich die Dame doch schließlich nicht so einen Schreck einjagen. Da musste ich unverrichteter Dinge. Nicht den zweiten Tag klappt das auch nicht, weil da kam ein Regen. Und beim nächsten Versuch waren da Kinder am Spielen, nicht, knallten dauernd den Ball in meine Richtung. Und da war ich, ich hatte die Schnauze so voll. Nicht, bin ich hier abends her, nicht, 22:30, stockduster. Und dann habe ich aber mein ganzes Herz in beide Hände genommen, nicht, die Hosen runter und dann mit einem Schmackes, nicht, wie einer von diesen Blitzer, nicht, bin ich da über den Strand gefesen. Und da hatte ich das geschafft. Ja, und das ist also wirklich ein so dolles Gefühl, sie. Nicht, vor allem, wenn man an so einem düsteren Strand endlich die Klamotten wiedergefunden hat. Ja, aber inzwischen habe ich mich schon ganz prima daran gewöhnt. Ich denke mir gar nichts mehr bei. Beziehungsweise ich denke mir nur, dass sich die anderen bei mir ja auch nichts denken. Und so tue ich ganz prima auskommen. Auch mit den Hingucken ist das gar kein Problem. Weil wenn hier jetzt jemand vorbeikommt, dann muss ich ja erstmal gucken, ob der bei mir hinguckt. Nicht, aber der wiederum guckt, wo ich hingucke. Nicht, und so kommt das, dass sich hier dauernd alle Leute immer in die Augen sehen. Nicht, soll ein paar Ferkel geben. Wenn die so ein junges Mädchen begegnen, tun sie die im Geiste anziehen und kommen auf schräge Gedanken. Nicht, aber die sind wohl mehr der Ausnahme. Aua. Stimmt auch nicht.
alles, was über Sylt erzählt wird, zum Beispiel, die Insel wäre so teuer. Ja, Herrschaften, wenn Sie mal überlegen, wie viel hier an einzelnen Kurgast verdient wird, da sind die Preise aber noch erstaunlich billig. Und dann müssen Sie ja bedenken, wie viele reiche Leute hier ihren Urlaub machen. Ja, glauben Sie denn, die täten in einem billigen Restaurant gehen für zum Mittagessen? Nicht, da müssen die Kneipen ja mit den Preisen hoch, wenn sie überhaupt Kundschaft kriegen wollen. Ja. Und dann wimmelt das ja hier außer den Menschen auch noch von Prominenten. Juhu, du, also alles, was Rang und Beine hat, ehrlich. So von Funk, Film und Fernsehen. Nicht, das ergießt sich in der Hauptsaison über diesen Hindenburgdamm hierher. Nicht, manche haben auch eigene Häuser, die verkehren dann natürlich meistens in der eigenen vier Wände. Nicht, aber die anderen mischen sich hier unter unser Eins wie wir. Und selbst am Strand müssen Sie mit rechnen, dass sich aber hinter jedem nackten Hintern ein ganz berühmtes Gesicht verbirgt. Ja, und das ist vielleicht diese Gegenpoligkeit in der Gebrauchsanweisung. Nicht? Punkt 4. Wenn Ihnen diese Zylt überhaupt nicht gefällt, vielleicht sind Sie wasserscheu oder Sie neigen zu Sonnenpusteln, können nicht pennen, weil die ganze Nacht lang keine Straßenbahn vorüberfährt, oder Sie kommen schon so gereizt hier an, dass Sie dieses Klima überhaupt nicht brauchen. Nicht? Dann können Sie aber mit ein bisschen Glück hier Ihren Lieblingsstaat zu nahe treten. Nicht, dass man wenigstens zu Hause sagen kann, ach, der ganze Urlaub ein Scheibenkleister, aber Inge Meisel war auch da. Und ob Sie es glauben oder nicht, um ein Haar hätte ich mein Liebling da, also hier, fast hätte ich den richtig erwischt. Der hielt sich natürlich eine Zeitung vom Kopf, da er nicht erkannt werden wollte, aber ich, ganz unbeirrt, ne, gehe da so ran und sag, Entschuldigung, sind Sie Peter Alexander? Ne? Was? Aber dann sind Sie, Moment, nichts verraten, ich komm von selber drauf. Sie sind, Junge, wie heißt jetzt der mit dem Freilauf? Günther Sachs, sind Sie der vielleicht? Dann auch nicht? Oh, ich kenne Sie auch noch aus dem Fernsehen. Junge, ich lach mich da überhaupt tot, wenn Sie auf der Scheibe sind, unser Oma auch. Jo, jo, jetzt fallen Sie mir ein. Louis Carrel. Oh, war er stinkbeleidigt, trotzdem, dass ich recht hatte. Ehrlich, der Mann tritt dauernd im Fernsehen auf. Allerdings bloß als Politiker.